Metal Leute, servus und herzlich willkommen zum Dragon Monday. So, ich sage euch, hey, heute ist der Dragon Monday, irgendwie ist da der Wurm drin. Ich habe den bestimmt schon fünfmal aufgenommen. Dazu kam dann noch ein anderes Video, das ich jetzt aufgenommen habe, das ich jetzt eigentlich vorher aufgenommen habe, aber jetzt hat es nachher nicht. Ich fange schon wieder an. So. Fangen wir mit folgendem Thema an. Ich habe jetzt ein Video, das kann ich in dem Fall noch kurz sagen, heute nochmal vor. Das heißt, heute kommen zwei Videos. Yay, Drachenlord geht ab. In dem Video geht es hauptsächlich um Regenbogenschaf und generell über Mobbing. Hauptsächlich über Mobbing allerdings. Regenbogenschaf erwähne ich zwar immer wieder mal, aber es geht in erster Linie nicht um ihn, sondern ums Mobbing. Und um Sachen, die vielleicht auch er sich mal zu Herzen nehmen sollte, mit seinen ganzen Lügengeschichten. Ein Gewinnspiel machen möchte. Ich habe ein neues Forum. Es wird in diesem Forum unter anderem über Abstimmungen die Möglichkeit geben, Freitag, Samstag und Sonntag den Stream of YouNow mit zu bestimmen, welches Thema läuft. Es gibt in dem Forum außerdem die Möglichkeit mit dem Hashtag Fanart. Da werde ich dann später auch diese Bilder, wenn ihr die bewertet habt und gute Bewertungen habt, könnt ihr diese in eurer Galerie bekommen. Es gibt ansonsten noch verschiedene andere Möglichkeiten, die das Forum betrifft. Ansonsten gibt es einen YouNow Streamplan, den findet ihr ebenfalls im Forum. Und einige andere Sachen, die noch zusammenfallen. Darauf werde ich gleich noch eingehen. Zu guter Letzt, ich habe keinerlei Interesse an Regenbogenschaf und den ganzen Hate. Aber ich werde trotzdem noch mal kurz auf das Thema eingehen. Und auch auf das Thema die dümmsten Aktionen im Internet. Bevor ich jetzt allerdings mache, ihr merkt schon, ich bin heute in sehr ruhiger Verfassung, wünsche euch viel Spaß mit dem Intro. Bis gleich. Dragon Monday. Ja, ein Gewinnspiel. Ich habe vor, auf YouNow Gewinnspiele zu machen im Dezember. Und zwar wird es fünfmal dieses Poster zu gewinnen geben. Das werde ich dann wahrscheinlich auch bald wieder zum Kauf anbieten auf meiner Webseite und in meinem Forum. Wahrscheinlich beides. Ich weiß es noch nicht ganz genau, wie ich das Ganze umsetze. Vermutlich werde ich es so machen, dass ich es erst auf meiner Webseite mache. Zum Thema Verlosung. Ich möchte die Verlosung auf YouNow machen, weil ich sie live spontan ankündigen kann. Mit 500-600 Zuschauern, die ich fast jedes Mal habe, wenn ich streame, habt ihr dann also auch die Möglichkeit. Keine Sorge, es wird nicht sowas sein wie spendet Bars und holt euch das und gewinnt dieses Poster. Denn das würde den Sinn der Sache verderben. Denn ich möchte diese Poster in diesem Fall verschenken und nicht verkaufen. Also zu dem Thema, wann im Dezember das passieren wird, kann ich euch nicht sagen. Das ist nämlich selbst mir noch nicht bekannt. Aber im Laufe vom Dezember werde ich das machen. Wahrscheinlich werde ich das sogar komplett random machen. So, der nächste Punkt ist mein Forum. In meinem Forum habt ihr die Möglichkeit, Fanartbilder zu posten. Das Ganze läuft unter dem Hashtag DrachenFanart. Das habt ihr ja auf Twitter auch schon, für die Leute, die das wissen. Ihr könnt da dann die Bilder einsenden. Dann können alle User, die darauf zugreifen können, also alle Mitglieder, das sind aktuelle 50, ist das limitiert. Wenn wir genug Leute sind, können wir auf jeden Fall noch mehr Leute mit in das Forum nehmen. Vielleicht irgendwann sogar komplett aufmachen, denn wenn wir irgendwann wirklich genug Leute im Forum haben, Moderatoren und Admins. Meinen YouNow Streamplan werdet ihr auf meinem Forum finden. Da habe ich auch bereits alles eingerichtet. Ich hoffe, dass ich es morgen schaffe, das Ganze einzurichten, dass ihr auch wisst, wann ich streame. Ich sage es euch deswegen trotzdem hier nochmal. Zunächst mal, streamen werde ich voraussichtlich unter der Woche von 18 bis 20 Uhr oder ab 18, 19, 20 Uhr. Eines dieser drei Sachen. Ich werde minimal zwei Stunden streamen und ihr könnt euch dann da zurücklehnen und ein bisschen zuhören, mit mir reden, wie auch immer ihr es möchtet. Jeder darf dabei sein, solange ihr euch benehmt, haben wir keinen Stress. Am Freitag, Samstag und Sonntag wird es Themenstreams geben. Die Themenstreams werden in 90% der Fälle auf Musik bezogen sein. Ihr dürft am Donnerstag, Freitag und Samstag für Freitag, Samstag und Sonntag auswählen, welches Thema es sein wird.
Es wird Heavy Metal geben, es wird verschiedene Bands geben, vielleicht mit Blind Guardian oder einfach mal Guns N' Roses oder generell irgendwelche Bands oder auch irgendwelche Künstler oder irgendwelche Genres. Ich kann auch gerne mal einen Soul-Abend machen, ich kann auch gerne mal einen Rap-Abend machen mit Hip-Hop oder allgemein mit Rap, R&B, alles ist möglich. Ich werde euch da auch mal Abstimmungen machen lassen. Das ist nämlich der Grund der Sache. Auf meinem Forum werdet ihr das Thema bekommen. Themenabstimmung oder Themenabendabstimmung. Da werde ich immer posten, wenn ich eine Abstimmung mache. Da könnt ihr reinschauen. So, zu allerletzt noch die Sache Regenbogenschaf und die dümmsten Aktionen im Internet. Ich habe vor kurzem wieder mal das Format ausgegraben, die dümmsten Aktionen im Internet. Regenbogenschaf und dieses ganze Gehate gegen mich halte ich für die dümmsten Aktionen im Internet. Weshalb? Das liegt im Prinzip daran, dass einfach zu viel Hass und zu viel Abscheu in der Welt ist und ich das eigentlich versuchen möchte zu verändern. Ich habe ursprünglich mit dem Ziel angefangen, dass ich den Leuten begreiflich mache, dass man ohne Hass leben kann. Anscheinend habe ich versagt, denn viele Menschen hassen mich und dabei kann ich nicht mehr was dafür oder sie kennen mich einfach nicht. Ich habe dazu noch ein Video gemacht, das heute Abend auch kommen wird. Wann, kann ich euch nicht sagen. Aber es wird kommen. So, zu guter Letzt möchte ich noch eine Sache an Regenbogenschaf direkt richten, falls du das Video, das heute Abend kommt, nicht siehst. Ich möchte mich vielmals bei dir entschuldigen, was auch immer ich dir angetan habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich dir jemals was getan habe. Ich kenne dich ja nicht reell. Es tut mir wirklich leid, falls ich dir irgendwann mal Scheiße angetan habe. Falls es zur Anfangszeit von meinen Sachen war. Damals konnte ich mich nicht wirklich artikulieren, hatte damals extreme Probleme mit den Hatern, hatte damals keinerlei Ahnung, wie ich mit den Hatern umspringen muss. Mittlerweile behaupte ich mal, ich weiß, was ich tue. Damals wusste ich es nicht. Würde ich heute das Wissen haben, das ich jetzt habe, würde ich damals vielleicht anders handeln. Aber ich hatte damals das Wissen nicht. Ich kann dieses Wissen auch damals gar nicht haben, denn wenn ich es damals gewusst hätte, würde ich es heute nicht wissen. Und ich wäre an die Sache anders angegangen. Kurzum, die Menschen lieben Streit. Dadurch, dass ich Regenbogenschaf hate, er mich hatet, was ich nicht als Haten bei ihm betrachte, weil ich einfach nur über ihn rede, während er wirklich viele Sachen gegen mich sagt, gegen mich macht, sein ganzer Kanal darauf aufgebaut ist, mich zu haten, mich zu verarschen, mich zu haten, mich zu hassen, meinte ich. Es ist echt sehr bedauerlich. Ich weiß auch mittlerweile, dass mich viele der großen YouTuber haten. Ich glaube, das beste, bekannteste Beispiel ist der gute Masterchamp und sein Kumpel, ich weiß gar nicht, wie er heißt, irgendwas mit B, hat so eine weiße Mütze auf und ist immer so im Schatten. Dieser Typ ist ein Hater von mir und laut... Ich habe das nie erzählt, ich habe das nie erwähnt, ich halte es jetzt aber immer für erwähnenswert. Master Cham hat mir damals gesagt, ich solle doch seinen Kumpel entblocken, weil dieser doch kein Hater sei. Dann hat er mir den Kanal von dem Menschen mit diesem weißen Hut geschickt und ich habe dann drauf geschaut und habe gesehen, dass dieser Mensch nur Hater-Videos über mich hat. Ich persönlich muss sagen, ich habe das damals von Master Champ nicht erwartet. Habe auch eine Autogrammkarte von ihm hier, weil ich ihn feiere, weil ich ganz Apple War feiere. Ich weiß nicht, wie die anderen Mitglieder von Apple War zu den Videos stehen, die ich mache, was die Menschen davon halten. Ich habe diesen Menschen nie was getan. Ich war immer ein Fan von Apple War, war wohlgemerkt. MasterChamp hat sich damals bei mir gemeldet und der einzige von Apple War, zu dem ich weiß, dass, oder über den ich weiß, von dem ich weiß, dass er mich nicht hatet, von dem der auch ganz gut mit mir anscheinend klarkommt mit den Sachen, die ich mache, das ist Tommy. Und ja, ich habe nie gewollt, dass der Hate auf Apple War oder auf andere YouTuber fällt.
Und ich möchte mich auch bei all diesen Menschen entschuldigen. Dummerweise bekommen viele YouTuber immer, wenn es um Hater geht, kalte Füße. Die meisten wollen mit mir nichts zu tun haben, weil sie Angst haben, dass das bei ihnen auch der Fall ist. Der Witz ist, würden wir, und ich meine damit alle YouTuber, alle Streamer, alle mal einfach ein Video zusammen machen oder zwei Videos oder drei Videos in mehreren Gruppierungen, dann könnten wir vielleicht mal zeigen, dass man den Hass nicht mit Hass begegnen muss, sondern mit Freundschaft, Zuneigung. Warum? Wenn ihr keinen Hass empfindet, wird der Hass bei euch enden. Wenn ihr Hass empfindet, tragt ihr ihn zu anderen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei, wenn es Hashtag vielleicht Drache heißt. Heute Abend im Video werde ich auch noch mal ein bisschen was sagen. Haut rein. Bis dahin. Euer Drachenlord. Sayonara.